Eckhard Knörrer. Genau, ich frage Ostdeutsche nach Westdeutschland und Westdeutsche nach Ostdeutschland. Und das sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Und welche Vergangenheit auch immer, ob das jetzt 40er, 50er oder eigentlich auch egal welches Jahrzehnt oder egal welches Jahr. Das müssen wir dann halt, damit es irgendwie für die Leute, die zugucken oder zuhören, klar wird, am besten so explizit benennen wie möglich, beziehungsweise ich muss das versuchen zu machen. Aber wir können auch einfach über die Gegenwart von Nord und Süd oder von Arm und Reich reden oder ob es Ostdeutschland noch gibt oder Westdeutschland schon mal gegeben hat oder ob es, was es auch immer war. Und somit ist aber meine erste Frage, wenn Sie sagen müssten, was Sie an der alten DDR vermissen, was wäre das? Ich vermisse gar nichts an der alten DDR, weil ich die alte DDR ja quasi nicht gekannt habe. Ich habe da nicht gelebt. Ich bin da sogar so gut wie gar nie gewesen, außer so transitmäßig durchgefahren und mit der Schule in Ost-Berlin. Insofern wäre sagen, die Form von persönlicher Relation, die es zum Vermissen braucht, bei mir einfach gar nicht vorhanden. Also nehmen wir mal an, es gibt sowas wie zwei Einzelteile, die sich vereinigt haben und die es vorher auch noch nicht gab, weil sie ja noch nicht getrennt waren. Und wenn Sie sagen müssten, was so der Akt war, der 89 passiert war, wie würden Sie den beschreiben? Was ist das für ein Akt gewesen? Also es gibt sozusagen 1989 einen Akt der sogenannten Vereinigung. Es wurde ja auch dann von Wiedervereinigung gesprochen. Oder es wird von Wende gesprochen. Oder es wird von friedlicher Revolution gesprochen. Und jetzt wäre die Frage, ob Sie eine der drei Termini in irgendeiner Weise unterstützen oder unterschreiben wollten. Oder ob Sie sagen würden, Sie könnten alternativ dazu einen Vorschlag machen, was eigentlich 1989 für Sie oder auch für Deutschland da passiert ist. Ich verstehe, wo alle drei Perspektiven und Begriffe herkommen. Für mich persönlich, also ich kann nur sagen, wie ich das historisch erlebt habe, dass ich natürlich, ich bin, man muss so sagen, 89 war ich 18, also als die Mauer gefallen ist, sagen wir mal so. Und ich gehörte natürlich, bin aufgewachsen in dem ganz festen Wissen darum, dass es niemals wieder ein einiges Deutschland geben wird. War darüber auch nicht traurig. Also ich hatte da auch gar keinen, habe das auch nie vermisst, war sehr verblüfft über all die Leute, die das irgendwie so herbeigesehnt haben, aus ihrer eigenen Biografie oder gab es natürlich auch in meiner Generation dann schon. Insofern war ich sehr erstaunt. Ich hatte als zur DDR, wie gesagt, gar kein persönliches Verhältnis, als jemand, der sich sehr früh schon links identifiziert hat, ein sehr ambivalentes Verhältnis. Die Idee von Sozialismus gut findend, die Ausführungen desaströs findend. Konnte mich am ehesten damals identifizieren mit den Bürgerrechtlern, die ja ganz sicher keine Wiedervereinigung wollten, schon gar nicht zu den Bedingungen, die es dann gab. Und vermutlich ist diese Identifikation mehr oder weniger heute bei mir auch noch so vorhanden. Und die Bürgerrechtler, die waren Ihnen bekannt? Namentlich kannte ich die, die da präsent waren, also von Eppelmann bis Bolay bis wer sie alle waren. Ich glaube, die Hälfte habe ich tatsächlich vergessen, aber die Namen würde ich alle noch kennen. Ja. Und da ist Ihnen, aber wie sind Sie auf die gestoßen in der 18 Jahre alten Lage, in der Sie sich befunden haben? Ich habe das alles von Gorbatschow an unglaublich aufmerksam in der Presse verfolgt. Ich habe dann tatsächlich auch sehr viel so in 89 auf den November zu ganz viel DDR-Fernsehen gesehen. Konnte ich da, wo ich gewohnt habe. Und hatte das alles extrem, das war ein absolut prägendes Erlebnis. Die nächste Frage, die auf diesem Zettel steht, ist tatsächlich, ob Sie jemals DFF 1 oder DFF 2 geguckt haben. Ja. Und Sie können ja sagen und können somit ja lüften, wo Sie gewohnt haben, als Sie das gucken konnten. In Ansbach, Franken, nicht so weit, also sagen eigentlich Franken mit einer direkten Grenze nach Thüringen hin. Ja.
Das ist Bayerischer Wald irgendwie. Das ist nicht Bayerischer Wald, das ist Mittelfranken, also schon sagen deutlich weiter westlich. Ja. Aber wir haben tatsächlich, das kann ich nicht mehr genau sagen, wieso wir das empfangen haben. Aber es war so. Und dann habe ich auch viel, damals noch 1199 hieß das, ja, diesen Jugendsender geguckt. Also in der Phase habe ich tatsächlich sehr viel dieses Fernsehen auch gesehen. Und daran schließt sich für mich eine Frage an. Und die, wie alle Fragen, stehen in dem Versuch, sozusagen Freiheit zu assoziieren. Ist Ihnen die Kunst von Helga Hahnemann, Heinz Quermann oder Willi Schwabe bekannt? Nicht wirklich. Also Helga Hahnemann, da kenne ich wenigstens den Namen. Aber also wenn mir zum DDR-Kunst bekannt ist, dann einfach auch aus Prägung sehr viel mehr Film. Mhm. Aber selbst da, also ich bin nie irgendwie annähernd ein DEFA-Experte gewesen, auch nie geworden. Ist mir auch zum großen Teil vieles fremd geblieben. Nee. Also ich habe also dann aber alles auch so eher nachholen und auch über Freunde aus dem Osten, die ich dann kennengelernt habe. Mhm. So wurde mir dann klar, was ein Kessel Buntes für Vorgeschichte hatte und solche Sachen. Aber das ist, sagen wir, aus jedem anderen mir fremden Land kriege ich mal was mit, was damals Populärkultur war und extrem beliebt und was außerhalb des Landes keiner kennt. Mhm. Sie haben in Frankfurt-Oder, also unter anderem in Frankfurt-Oder studiert. Und wenn Sie sagen müssen, was der größte Unterschied zwischen Frankfurt-Oder und Frankfurt am Main ist, was wäre das? Gibt es Gemeinsamkeiten? Frankfurt-Oder, wie ich es, also ich bin 1995 nach Frankfurt-Oder gekommen, nie hingezogen, weil also meine Bewegung war damals eigentlich aus Franken, aus Würzburg, wo ich dann studiert habe, nach Berlin. Ich wollte nach Berlin, ich wollte nicht nach Frankfurt-Oder. Und es hat sich dann aus eigentlich Zufall ergeben, dass mir das empfohlen wurde, dass da diese Uni gibt, die damals ja auch keiner kannte, die Viadrina. Das heißt, ich hatte die Perspektive auf Frankfurt-Oder als jemand, der da immer hin und her gependelt ist. Und Frankfurt war und ist eine Stadt, die sich so anfühlt, als die sich niedergeschmettert anfühlte, damals jedenfalls. Frankfurt-Main ist eine Stadt, die sich irgendwie im Zentrum fühlt, auch wenn sie es nicht zur Hauptstadt gebracht hat. Aber die sagen, potenziell hätte Hauptstadt sein können. Frankfurt-Oder ist eine Stadt an der polnischen Grenze, wirtschaftlich da niederliegend seit der Wende. Und zwar nach einer ganz anderen Vorgeschichte. Das war ja eine wichtige Industriestadt auch in der DDR. Und die Uni, die dann wieder gegründet wurde, was eine reine Fiktion ist, das war nach 200 Jahren, hat man halt behauptet, das sei dieselbe, die es schon mal gab, aber es ist eigentlich nichts, ich habe in Frankfurt nichts übrig, da ist ja im Krieg die ganze Altstadt ausgelöscht worden. Ja, das sind zwei Städte, die man überhaupt nicht vergleichen kann. Und wenn Sie die RAF, also die Rote Armee-Fraktion, in den 70ern vor Augen haben und wie diese eskaliert ist und wenn Sie überlegen, dass dieselben Theoretiker und Theoretikerinnen, auf die sich die RAF bezogen hat, auch, dass sich die DDR und die Staatsführung der DDR sozusagen auf dieselben Autorinnen bezogen hat. Was für ein Gefühl entsteht da, dass bei, also kommt Ihnen das, wie kommt Ihnen das vor? Also da hätte ich Schwierigkeiten, den Bezug auch nur irgendwie parallel zu sehen, selbst wenn die meinethalben Marx und wen auch immer im Munde geführt haben. Mhm. Das eine ist ja eine gegen den Staat gerichtete Bewegung gewesen und das andere war eine sehr schnell dann ja eine sehr dogmatische Staatsposition. Ja, und die Praxis sozusagen der RAF, ist, wenn Sie die jetzt mit so einem Äquivalenzbegriff wie Dogmatik irgendwie versehen sollten, wenn Sie die Praxis sozusagen beschreiben, welcher fällt Ihnen da ein? Also wenn die Staatsregierung der DDR sozusagen eine Dogmatik in der Praxis hatte, und welche wäre dann bei der RAF? Ja, die RAF hatte auch eine Dogmatik und parallel wäre natürlich schon, dass das eine totalitäre Dogmatik ist, die
kein bisschen an Widerspruch interessiert ist und sich Versetzung und selbstverständlich auf der richtigen Seite wähnt. Ist Ihnen eine kulturelle Vermittlungsform bekannt, die die beiden deutschen Staaten einander näher gebracht hat? Also eine Vermittlungsform, die Ihnen positiv und konstruktiv vorkommt? Vermittlungsform hieße? Also eine konstruktive Vermittlungsform, eine kulturelle Vermittlungsform, eine, die wirklich fast schon eine mediale, könnte ich sagen. Also man könnte tatsächlich jetzt mal von Film, Fernsehen oder Druckerformen oder verschiedenen grafischen Formen oder meinetwegen Designformen oder sowas. Ja, ich glaube, dass es, also da könnte man sicher punktuell irgendwas finden, sei es auch Fußball oder sonst was. Ich glaube einfach und weiß, dass sich im Westen eigentlich kein Schwein für die DDR interessiert hat und für die Kultur der DDR. Also von sagen, Spezialisten und Nischen abgesehen, aber die allgemeine Kultur, also klar, Christa Wolf hat man mal zur Kenntnis genommen, aber allgemein gab es da ein sehr großes Desinteresse. Ja. Weil es ist sozusagen die ursprüngliche Frage hieß, ob Sie es als absurd empfunden haben, als Udo Lindenberg sich um den Sonderzug nach Pankow gekümmert hat und dem Staatsoberhaupt der DDR eine Lederjacke geschenkt hat. Das ist vielleicht gar nicht jetzt sozusagen in Ihrer Biografie so unbedingt vorgekommen. Na doch, ich erinnere mich gut. Ja? Und wie kam Ihnen das vor, sozusagen, als kulturelle Vermittlungsform? Ja, da müsste ich mal überlegen, wie mir das vorkam. Es war mir zugleich einerseits sehr peinlich. Ich fand es sehr randschmeißerisch von Lindenberg. Was mich dann am ehesten noch gefreut hat, waren die Kritik von der konservativen Seite an Lindenbergs Aktion. Von darüber konnte ich so ein bisschen Sympathie dafür aufbauen, glaube ich. Passiert das in der BRD damals häufig, dass also die konservative Gegenwehr gegen konstruktiv Linke, sagen wir mal, Vorschläge, die linken Positionen noch weiter konturiert oder geschärft hat? Also wenn jetzt ehemalige Nazis und die FAZ oder Überlebende, wenn die in ihrer konservativen Position an jemandem wie Lindenberg oder an jemandem wie Haag Bohm oder Fassbinder Kritik geübt haben, hat das ihre Position dann noch weiter geschärft und bestätigt? Oder haben Sie dann Phasen gehabt, in denen Sie sagen würden, ja, die konservative BRD hat eigentlich ihre eindeutige Berechtigung in der Tradition des Konservativen? Also was jetzt meine Position dazu ist? Ja, genau. Naja, ich finde immer, dass man sich durch Gegenpositionen nicht wirklich selbst dogmatisieren sollte. Und dass auch interne Kritik oder Kritik an der Linken, ganz unabhängig davon, was Konservative dazu sagen, jederzeit möglich sein muss. Ja. Und wenn Sie an Egon Krenz denken, was scheint Ihnen das Bedeutsamste daran, wenn Sie an den denken? Und was glauben Sie, war das, wofür er unbedingt kämpfen wollte innerhalb dieser DDR, in der er sich befunden hat? Keine Ahnung. Also ich finde eher sagen, das, was wie man sich zu Egon Krenz verhielt und wie schnell sich das änderte, war sehr symptomatisch dafür, wie man sich zu den Hoffnungen, die man mit dem Ende der DDR verbunden hat, dafür war das symptomatisch, weil es ja erstmal eine große Sympathie für ihn gab, also bei mir, natürlich bei vielen, die DDR so wie sie war, ganz und gar nicht verteidigbar fanden. Dass da jemand war, der offenbar schon noch an die alten Ideale wieder glauben wollte. Das war zumindest das, was man sich über ihn vorstellen wollte. Und der dann damit aber ja, sehr schnell auf eine Position geriet. Ja, es ist wirklich kompliziert. Weil ich mich dann selbst als naiv erkannt habe in meinen Sympathien für Egon Krenz. Denn eigentlich ging auch das natürlich nicht mehr. Diese Form von reformistischem Versuch, die DDR zu retten.
Aber ich finde es interessant, wie man da Hoffnungen investiert hat. Und ich habe schon gesagt, dass dann letztlich ich eher mit den Bürgerrechtlern, und die hat man ja erstmal noch gar nicht so sehr in ihrer Verschiedenheit wahrgenommen. Ja. Da waren ja natürlich auch viele reaktionäre Socken darunter. Das, wie sich dann später auch dem Nichtkenner gezeigt hat. Mhm. Also das fand ich, ich finde die Position Egon Krenz interessant, von der Person völlig abgesehen. Und natürlich gibt es diese Funktion und Position in solchen Situationen, den Reformer, der erst Sympathien genießt und dann aber eigentlich völlig überspült wird und viel sichtbarer wird als das, was er wohl auch ist, als jemand, der dem unrettbaren Regime angehört und immer angehören wird, geistig. Mhm. Wenn Sie an die ostdeutsche Provinz damals denken und an die ostdeutsche Provinz heute, sind da Verbindungen, also sind da Parallelen, Kontinuitäten oder scheint sich das enorm geändert zu haben? Ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich die ostdeutsche Provinz zu DDR-Zeiten nicht gekannt habe. Ich bin viel im Umland von Berlin unterwegs, seit ich hier bin, seit 23 Jahren, und sehe halt, was da passiert. Also einerseits so eine Verspeckgürtelung um Berlin rum. Mhm. Insgesamt wird viel Geld investiert, um das Ganze hübscher zu machen. Strukturell, infrastrukturell ist das aber zum großen Teil aufgegebenes Land. Mhm. Was aber natürlich für viele westdeutsche Provinz durchaus auch zutrifft, aber natürlich nicht annähernd in dem Maß wie im Osten. Wenn Sie sich als Autor, als Herausgeber, als Zuschauer, als Theoretiker auffassen, als möglicherweise Sohn, also wenn Sie das alles sind, sozusagen, was sind Sie noch? Ich wollte schon sagen, ich habe Schwierigkeiten, mich auf diese Weise pauschal zu identifizieren. Schon gar nicht werde ich diese Reihe fortsetzen. Wie würden Sie einen Materialisten definieren? Wahrscheinlich am ehesten in Entgegensetzung zu jemandem, dem es auf Ideen mehr ankommt und als auf das Materielle. Aber ich hab grundsätzlich eine Schwierigkeit mit Definitionen. Dieser Art großen Begriffe und dieser Art sozusagen zu generalisierenden Zusammenfassungen und so. Ja, ich bin da aus Überzeugung eher nominalistisch gesinnt und mich interessiert Konkretion und mich interessieren einzelne Fälle. Ja. Also worum es natürlich eigentlich geht, ist einen repräsentativen Westdeutschen danach zu fragen, was ein Materialist ist, und dann hoffe ich ja natürlich, dass es einen repräsentativen Ostdeutschen gibt, der darauf ganz anders antwortet. Ja, ich glaube nicht an repräsentative West- und Ostdeutsche. Genau. Und das ist natürlich dann das Beste, was es gibt. Somit kann man dann auch diese Reihe dann quasi nicht fortsetzen. Also, weil was kommt denn noch? Sie sind zwar präsentierter Sohn oder präsentierter Autor, aber beides geht ja nur im Einzelfall und im Detail sozusagen zusammen. Insofern können Sie gar nicht für mehr, zumindest in dieser Kombination dann, als für sich sprechen. Aber nun gibt es ja doch große Begriffe, die nicht mal definiert werden müssen, so wie Materialist. Und das heißt, die sind ja auch nominal in irgendeiner Weise verortbar. Also sowas wie Marx hat auf jeden Fall eine ganz andere Vorstellung vom Materialismus und von dem, der dann entweder daran glaubt oder das ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, sozusagen der Unterschied. Also wenn man das Gegenteil von Materialismus hilft einem, glaube ich, ja gar nicht so sehr, um zu sagen, was Materialismus ist, sondern es gibt üblicherweise hier so die Antworten von Menschen, die auf das Monetäre achten und Menschen, die besonders so stark geldorientiert sind. Und das wäre ja dann nur ein Medium und noch nicht mal eigentlich ein Material, auf was sie da Wert legen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, naja, eben die auf das Gegenteil von Ideen Wert legen.
Und beides natürlich irgendwie in dieser dichotomischen Variante auch auf jeden Fall auch Quatsch. Aber es macht ja Spaß, den sozusagen zu erzeugen. Und diese Rede halte ich ja jetzt nur, damit ich eine Anschlussfrage stellen kann, die auch wieder auf einen großen Begriff, und das ist natürlich eine Krankheit von mir in irgendeiner Weise, die auch auf einen großen Begriff abzielt, und das wäre Monogamie. Und nur dadurch macht es ja dann Spaß. Ne? Also wenn man sich erst fragt, was ist eigentlich ein Materialist? Und dann fragt, wie man selbst zur Monogamie steht. Also wie stehen Sie zur Monogamie? Ja, ach, da kann ich ja nun persönlich zur Monogamie stehen und kann ich zur Monogamie als allgemeine Forderung stehen. Und ich habe ganz sicher kein Problem mit einverständigen Polygamieformen und halte es für mich selbst, so wie ich es für mich selbst halte. Aber ich, also mir macht das gar keinen Spaß, so freihändig so ins Allgemeine zu reden. Okay. Welche ästhetische Form, die Sie am sowjetischen Kino kennen und welche ästhetische Form, die Sie am Hollywood-Kino kennen, scheint Ihnen erstmal überhaupt vergleichbar und besonders bemerkenswert dann auch noch? Alles in dasselbe problematische Richtung. Ich bin Kritiker. Ich spreche über Einzelfälle, ich spreche über einzelne Filme. Ich bin kein Theoretiker und will es auch nicht sein und finde theoretisch sein auch problematisch. Ja. Also wenn ich eine theoretische Position habe, dann diese. Und deswegen kann ich jetzt auch hier nicht so freihändig balancieren und über irgendwelche so großformatigen Dinge sprechen. Ja. Es gibt ja nun im Hollywood-Kino wie im sowjetischen Kino unglaublich unterschiedliche Formen und interessiert mich die Unterschiedlichkeit sehr viel mehr als irgendwas, was ich mir mühsam als Gemeinsamkeit von sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite herbeitheoretisieren kann. Also nehmen wir mal Charles Bronson in Once Upon a Time in the West und da liegt zum Beispiel auf jeden Fall ein Unterschied, dass ich den Hauptdarsteller von Stalker, von Tarkovsky, nicht kenne. Mhm. Und das sind ja beide sozusagen leitende Figuren oder also eine Gruppe in eine Richtung führende oder gerechtigkeitsschaffende oder in ein neues Gebiet ziehende, einzelne, männliche, starke, souveräne Personen. Und durch die Einsamkeit bringt Charles Bronson sozusagen Gerechtigkeit in eine bestimmte, schon etablierte Gemeinschaft. Und bei Stalker ist der Einsame der eine gewisse Gruppe von Menschen aus der Gemeinschaft rausbringt in eine neue Richtung. In eine neue, also in die sogenannte Zone, wie es ja da heißt, in dem Film. Und jetzt wäre eben die Frage, ob das auch den großen Unterschied, das habe ich mir nicht vorher überlegt, das ist natürlich völlig willkürlich, aber ob das sozusagen auch so eine Bewegung, der Einzelne muss einfach im Hollywood-Kino irgendwo hinkommen und nur für Rechtschaffenheit, anhand der Rechtschaffenheit für Gerechtigkeit sorgen. Und im Verhältnis zu dem sowjetischen neuen Menschen muss der Einzelne eigentlich nur an einen neuen Ort kommen, das alte, lasterhafte, vielleicht sogar monarchische muss abgeschafft werden und dann braucht es sowas wie eine neue Idee, die dann ganz langsam in Aberkennung der Tradition irgendwie wieder aufgebaut wird. Ja, keine Ahnung. Also das sind jetzt zwei Filme. Ich weiß auch nicht mal, ob ich diese Deutung unterschreiben kann, weil es zum Teil auch einfach viel zu lang her ist, dass ich die gesehen habe. Da müsste ich einfach viel länger drüber nachdenken. Und dann gibt es zigtausende Hollywood-Filme und da haben auch viele Kommunisten an Drehbüchern geschrieben. Und da wird man ganz sicher ziemlich schnell ganz andere Beispiele finden können. Können Sie sich vorstellen, warum ich als Kind vor allen Dingen Geschichten von Faschisten über Westdeutschland gehört habe? Das heißt Geschichten von Faschisten? Also über Faschisten. Geschichten, genau. Also wenn ich über Westdeutschland erzählt bekommen habe,
habe ich vor allen Dingen über Faschisten erzählt bekommen. Ja, wo sind Sie aufgewachsen? Im Spreewald. Im 1983 im Spreewald geboren. Genau. Ja, es ist ja nicht, also erstaunlich ist es nicht. Es war ja erstmal die ideologische Konstruktion der DDR. Musste ich natürlich jetzt viel mehr über Ihre Eltern wissen und den Kindergarten und so. Ja. Tatsächlich habe ich, ich überlege gerade, wie es bei mir war. Also ich habe ja schon gesagt, dass es in meiner Wahrnehmung nach, zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, hat die DDR keine große Rolle gespielt. Ich hatte sogar Ostverwandte, aber die tauchten irgendwie einmal im Jahr als Thema auf und das war auch gut damit. Ich weiß gar nicht, was so die offizielle Doktrin zur DDR war. Klar, dass die Wiedervereinigung offiziell erwünscht ist. Keiner hat das geglaubt. Und auch als Kind hat man das schon nicht geglaubt. Aber sie wurde auch nicht verteufelt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es nie an Leuten gefehlt hat, die das Ganze dem Ideal nach mit Sympathie betrachtet haben. Interessanterweise übrigens, wo ich dann sehr viel später, noch so um 2000 oder in den Nullerjahren, auf erstaunliche DDR-Sympathie getroffen bin, sind German Departments in den USA, wo viele aus der älteren Generation sich für Deutschland interessierten, aber eigentlich für die DDR, weil sie Linke waren. Und da eine Verkörperung des Sozialismus erkennen wollten und da sie auch nicht besonders nah dran waren, sich da auch vieles zurecht idealisiert haben. Und das war interessant, damit hätte ich irgendwie gar nicht gerechnet, dass man ausgerechnet da sagen, noch auf starke Sympathie mit der untergegangenen DDR stößt. So in Texas, oder? Ja. Also Austin, Texas ist nochmal speziell, weil es da tatsächlich in den 70er Jahren am German Department einen starken Austausch mit der DDR gab. Da war Heiner Müller und da waren viele, nicht nur Ost, aber auch viele Ost-Autorinnen und Autoren, die da mal ein Semester verbracht haben. Ja, auf jeden Fall. Da war Christa Wolf sogar tatsächlich, war die da. Und Katja Lange-Müller war auch da. Und Monika Maron war da. Ja, genau. Ich glaube, es ist eine Zeit für eine Rechtfertigung tatsächlich. Ich glaube, auf die großen freihändigen Begriffe komme ich genau wegen solcher Probleme natürlich, ne? Weil ich ja mich als Ostdeutscher zumindest häufig grob beschrieben und grob behandelt fühlte von generalisiert freihändig jonglierenden Westdeutschen. Das mag falsch sein, das liegt aber natürlich auch einfach an der viel zu groben dichotomischen Behandlung natürlich. Die Frage zwischen Ost und West ist natürlich erstmal eine konstruierte Variante, hat aber, glaube ich, tatsächlich auch mit der ganzen Problematik überhaupt zu tun. Also ich glaube, in Austin, genau wie in Washington oder Moskau, wird dann halt natürlich erstmal versucht, irgendwie eine Lösung zu finden für diese ideologische Variante, die man sich da nach dem Krieg hat aufgebaut oder die vielleicht schon seit 1917 oder wie auch immer zwischen irgendwelchen Dawson-Plänen und irgendwelchen Revolutionen, die so passiert sind und die man irgendwie rechtfertigen muss. Und ich glaube, die Menschen wurden dann halt als Teil eines geopolitischen Planes irgendwie auch verstanden. Und somit nehme ich mir das dann immer gar nicht übel, dass ich nicht detailorientiert angemessen meiner Profession nachgehen kann, sondern versuche ja erstmal auch teilweise biografisch für mich erstmal eine Rechtfertigung zu finden, warum ich nicht so weit das machen kann, was ich will und frage mich dann, wie Deutschland eigentlich aufgestellt ist, obwohl es so reich ist, dass es nicht alle Widersprüche zulassen kann, die es halt so in ihrer Vergangenheit so mit rumträgt. Und daher diese Freihändigkeit, das würde ich noch mal so nachschieben, oder diese groben Begriffe. Und ich glaube zum Beispiel kein grober Begriff, ist eine unmittelbare Frage nach Erinnerung, die aber natürlich trotzdem so eine Doppelbödigkeit hat. Und aber auch überhaupt nicht immer, die Doppelbödigkeit ist quasi gar nicht schlimm, sondern ich finde, die macht ja Spaß, also eigentlich. Ne? Wann haben Sie denn Ihre erste Kiwi gegessen? Irgendwann in den 80er Jahren. Aber es war kein großes
kein großes Erlebnis. Also naja, es war, naja, das, wahrscheinlich war es schon schwierig, weil wir alle nicht wussten, wie man die isst. Ich war, ich, doch, also jetzt, wo Sie fragen, ich glaube, dass meine Eltern auch erst mal ratlos vor dieser Frucht standen. Insofern war das ein interessantes Erlebnis zu sehen, dass auch die Eltern in vielen Dingen auch erst mal Rat suchen mussten. Mhm. Keine Ahnung, frühe 80er Jahre, schätze ich. Und wann haben Sie Ihre erste Titanic gelesen? '86, '87, war ich 15, 16, sowas. Und was waren da so Autoren, Autorinnen, meistens ja Autoren, die irgendwie Ihnen wichtig vorkamen? Und war überhaupt das eine Position, die wirklich eine intellektuelle Größe darstellt in der BRD? So wie es mir heute zumindest vorkommt. So. Naja, für bestimmte Zirkel halt, denke ich. Also für mich tatsächlich wichtig, sehr prägend auch. Und also die ganze neue Frankfurter Schule, Henschelt, Gernhardt, Max Gold dann auch, waren für mich extrem wichtig. Ja. Und ich habe natürlich auch das klassische, meine erste Banane-Cover. Deswegen frage ich nach der Kiwi. Sehr lustig gefunden. Ja. Wie heißt die Gabi? Zonengabi. Zonengabi. Also nicht nur Gemüse, Obst, sondern vielleicht auch Gewürze. Gibt es Gewürze derzeit in Ostdeutschland oder damals in Ostdeutschland, wo Sie sagen würden, die kennen Sie bis heute nicht? Das wird sicher so sein. Also was ich wenig kannte, ist Sanddorn. Bis man mir erklärt hat, dass er die bestimmende Zitrusfrucht. Ich kenne viele, ich habe viele Ossi-Freunde, die das hassen, weil das in ihrer Kindheit dann für Zitrusfrucht herhalten musste. Und das schmeckt ja auch nur, wenn man es ganz, ganz stark versüßt. Ansonsten. Aber es ist wohl sehr, sehr gesund. Ja, für alle Großmütter und ihre Ehrenrettung, wenn es kranke Enkel gibt. Ich würde gerne wissen zum Abschluss, was Sie unter Solidarität verstehen und wo ich die lernen kann. Ich bräuchte jetzt 10 Minuten zum Nachdenken, um das so zu formulieren, dass ich mich nicht ständig wieder verbessern muss. Also in einem Proust-Fragebogen dazu, was für mich die wichtigsten Werte sind, wäre Solidarität ganz sicher sehr weit vorne. Aber auch da würde ich vorsichtshalber, wenn ich es so allgemein sagen muss, sowas sagen wie sich und die. Tja. Sich und die, mit denen man Wichtiges teilt, nicht zu verraten. Und wo kann ich das lernen? Im täglichen Umgang mit den Leuten, mit denen man vieles teilt und mit denen man befreundet ist, mit denen man dasselbe will.